Ja, Leute, da sind wir zurück in den Minen. Schön, dass du wieder dabei bist und mich nicht allein lässt. Ich habe jetzt mal ein ungutes Gefühl. Ich sag's dir ganz ehrlich, wenn ich hier Outlast 2 einstelle und ich bin froh, wenn der Horror vorbei ist. Aber er ist noch nicht vorbei. Wir müssen Lynn finden, die hier hoffentlich sich hier irgendwo aufhält. Und es scheint hier eine Art Labyrinth zu sein. Da war jemand, das ist jetzt weg. Das heißt, ich hoffe, dass er weg ist. Jedenfalls ist da ein Durchgang. Hier ist die Tür rein. Wir gehen geradeaus. So, hoffentlich kommt nicht gleich irgendeine Lore an. Fährt uns hier über den Haufen. Ich gebe mal ein bisschen Gas deswegen. Du willst mich ja wohl verarschen, oder? Okay, Leute. Hier unten ist es gefährlich. Hier unten ist, glaube ich, der gefährlichste Ort, an dem wir uns jemals aufgehalten haben. Nicht, dass die anderen Orte ungefährlich gewesen wären, aber. Und hier ist ein Durchgang. Ich glaube ja, dass die Schienen gar nicht so verkehrt gewesen sind. Keine Zeit zum Film jetzt. Echt nicht. Und da war die Lore. Aber sie hat uns nicht erwischt. Gib das. Okay, also, wir gehen zurück. Und folgen weiter den Schienen. Vielleicht können wir auch die Lore nutzen, das wäre natürlich super nice. Was soll das? Wieso kam ich gerade nicht weiter? Kann ich nur nach vorne schieben? Oder kann ich nicht drehen?
Kann ich nicht nach. Ach, da ist ein Hebel. Ich sehe den Hebel. Okay. Alles klar. Oh Mann. Also, ich muss erst zu dem Hebel. Der Mechanismus ist blockiert. Kurze Bastelstunde hier mit Tante Erika. Wie mein Vater mal sagte. Also, rein mit dir. Weg frei. If you've done something, I want you to tell me. Was soll ich getan haben? Was meint er? Sag mir nicht, dass wir Jessica umgelegt haben oder irgendwie so ein Mist. Hallo? Und selbst wenn wir das getan hätten, dann ist das, was hier abgeht, nochmal 8 Milliarden Mal schlimmer. Mindestens. So viele Leichen habe ich selten in einem Spiel gesehen. Na toll. Kapitel 14. Und in den Momenten vor der Geburt wird der Antichrist im Leib erwachen und die Qualen und das Elend werden die Erde bluten und verderben. Wie Jesus Christus von Nazareth den Tod in Gottes Ehren entthronte, so wird der Antichrist die Reiter auf ihren Thron setzen, außer er wird in seiner blutigen Wiege erschlagen. Doch Ezekiel wird das ungeborene spinnenäugige Lamm mit Klinge und Feuer richten und die Frommen werden rufen, Halleluja! Und ihr werdet den Himmel sich öffnen sehen, und er kommt zur Erde und Ezekiel wird auf einem weißen Pferd sitzen. Seine Augen werden Feuer sein und auf seinem Haupt alle Kronen dieser Erde. Selbstverständlich. Und er wird einen neuen Namen tragen, wie Gott es will. Und seine Kleider sollen getränkt sein in Blut. Und seinen neuen Namen soll nur er kennen. Und die Engel sollen Aasfresser sein, dass sie essen das Fleisch der Könige, der Starken und der Pferde und jener, die auf ihnen sitzen, und das Fleisch der Freien und der Sklaven. Und wenn sie euch geben vom Fleisch des verdammten Kindes, dann sei der Himmel euer. Doch schöpft das Kind Atem, erblicken die Augen des Antichrist das Licht der Welt, so werden sie das Licht der Welt verschlingen. Dann wird der Tod wieder herrschen und endloses Leid sei der Lohn jener, die im Leiden schwelgen. Und endloses Bedauern wird die Frommen quälen, unheilbares Bedauern von Sünde und Schande. Ja, Freunde, was sagt man dazu? Da fehlen einem wirklich die Worte. Bitte nicht. Jetzt herunterbrechen. Das wäre ganz, ganz ungünstig. Eh schon verspannt im Rücken. Also, es geht weiter abwärts. Geradewegs in die Hölle, ich sag's euch.
Hoffentlich haben wir noch eine Batterie. Allzu viele haben wir nicht mehr am Start. Hat die Treppe ein Ende irgendwann? Kurz durchatmen. Also, das Feuer brennt noch nicht lange. Kamera nimmt auf. Und irgendjemand ist hier unten. Loving and hating God is the same thing. Like making and killing children is the same thing. She told me to meet her in the music room. Was? Musikzimmer? Das klingt, als ob es nochmal zurück in die Schule geht. Wo sind wir hier? Das ist eine Tropfsteinhöhle. So, ich kann hier nicht rüber springen. Und hier runter will ich eigentlich nicht fallen. Ist ein bisschen tief. Was nun? Irgendwas übersehen? Nee, das war der einzige Weg. Und hier hoch geht's nirgendwo. Sollen wir uns hier fallen lassen? Okay, so tief ist es nicht. What have you done to Lynn? Where is she? We are creatures of appetite. I want to feel your hunger. Da ist dieser Typ wieder. I want to see your true face. Your seed will burn this world. Where's Lynn? Mother burn. I welcome her, infant lord. Naked, hiding nothing. I lay down this mess. You crazy motherfucker! I show my true face. Show me your true face. Shit.
Und wir haben gar keinen Verband mehr. Scheiße. Lass mich alleine hier. Und lass mich hier raus. Strom ausschalten. Sonst kommen wir hier nicht raus. Wo ist der verdammte Generator? Ja, das müsste es gewesen sein. Nur wieder zurück. Und dann unter den Kabeln durch. Und hier ist noch ein Schalter. Hier durch. Ich muss hier irgendwo hoch. Wo geht's hoch? Hallo. Shit! Was eine frickelige Stelle hier. Aber hier ist der Ausgang. Hier geht's weiter zumindest. Ich speichere mal lieber separat. Nee, das geht nicht. Okay, das wäre geschafft. Wir müssen das hier verstellen. Und hoffen, dass es dann durchbricht.
Okay, einmal zurück, einmal Anlauf. Also nochmal nach oben. Okay. Und go. Nichts passiert. Das war nur ein kleiner Effekt. Der hat nichts zu bedeuten. Scheiße, es geht hier runter. Die Spuren sind bestimmt von Lynn. Okay, so viel zum Thema Leiter. Hoch kommen wir nicht mehr. God doesn't love you. Not like I do. Scheiße. Und er kommt. Scheiße, folgt uns. Komm, Blake, krabbel. Krabbel um dein Leben. Scheiße. Du bist hier raus. Hau ab. Verschwinde. Jetzt raus. Ich komme nirgendwo durch. Ich glaube, da vorne ist der Ausgang. Aber wie kommen wir da hoch? Nein, hier geht's nicht hoch. Wir kommen hier nicht hoch. Und hier beim besten Willen auch nicht. Shit. Irgendwas unter Wasser vielleicht.
Muss doch irgendwie hier hochgehen. In der Mitte vielleicht. Die Typen sind ganz nah. Hier geht's auch nicht hoch. Können wir irgendwie außen rum? Dann hier ist alles begrenzt. Ich gehe komplett hier rum und ich finde nirgendwo eine Möglichkeit, das Wasser zu verlassen. Was mich gerade sehr, sehr beunruhigt. Und da ist er schon. Sind wir hier irgendwie richtig? Jetzt hier weiter? Hier ist tatsächlich ein Weg. Na Gott sei Dank. Wir haben es geschafft. Wir sind im nächsten Bereich. Mir ist vollkommen wurscht, was hier unten ist. Ich gehe jetzt die Leiter hoch. Scheiße, wo landen wir hier? Ah, okay. Die andere Seite. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Balken hier hält. Komm, Black. Ein bisschen noch. Mein Gefühl sagt mir, dass wir es fast geschafft haben. Ein neues Dokument. Kapitel 15. Und Gott sprach durch den Mund Ezekiels, dass seine Ohren bluteten, seine Zähne knirschten und Samen seine erregten Lenden verließ. Und seine Worte waren das Blut Jesu. Und dieses Blut war ein Fluss, der das faule Holz der Bäume heilte, aus denen die sieben Nationen entsprangen. Beim Blut des Lammes
Das spinnenäugige Lamm wird auf ewig fallen. Und wer verbleibt, wird kein Licht brauchen, weder Kerze noch elektrische Flamme, denn Sicht sei ewige Morgenröte. Versteckt nicht meine Prophezeiungen, schreibt sie nieder, Wort für Wort, euer ganzes Leben, denn ich bin wie ihr, ein Diener und der Prophet unter euren Brüdern und Vater, und als Hirte sage ich nur dies: Gott wird euch entlohnen. Seid ihr schmutzig, seid ihr gerecht, seid ihr ungerecht, seid ihr gekleidet in Scham oder in Ruhm. Gott wird euch entsprechend ficken. Und dies sei eure Belohnung. Wir alle sind das A und das O und Ezekiel der Erst von allen. Und du wirst den Baum des Lebens besteigen oder an ihm gekreuzigt. Nur die Auserwählten des Herrn werden Schutz finden in Temple Gate. Denn im Rest der Welt sind die Huren und Mörder und Götzenverehrer, Pharisäer, Zöllner, Lästerer, Steuersammler und Tyrannen. Und die Engel sprechen: Gott wandte sich den Menschen ab, bis sein Sohn Jesus Christus kam und vor euch Zeugnis ablegte. Jesus Christus wandte sich den Menschen ab, bis sein Prophet Sullivan kam und vor euch Zeugnis ablegte. Und jedes Wort des Propheten ist wahr, denn es steht in diesem Buch, und dieses Buch ist Wahrheit. Ihr sollt dies bezeugen, und in euch sei das Buch des Lebens, und ihr sollt in dieser heiligen Stadt leben, und ihr sollt sagen: Komm schnell, Offenbarung, selbst in meinem Leid, selbst im Tod meiner Kinder, komm Herr, und gib mir Paradies. Die Gnade des Herrn und seines Propheten Sullivan Knoots sei mit euch. Amen. No. Fine. Then you have to give up. If you say I win, I'll let you up. Okay. You have to say it. You win, okay? You're such a pushover, Blake.
I don't know why you have to be so precious about it. Did Lynn ask you to ask me? I asked first. So? I don't know. Nerd. Shut up. You are. She said to ask, didn't she? Maybe. I don't know. I just wanted to know. You're a nerd, too. I know. You think your parents are home yet? No. Usually not until after dinner. You think I could come over? Yeah, sure. Why? Why what? Like, why do you want to come over? I don't know. What don't you know, Jessica? Oh, sorry. We... What are the two of you doing in here? I'm sorry, Father Loudermilch. We stayed after school for journal? We were just leaving. Let's step back into class, please. Blake? You're not in trouble yet, Blake. You don't want to get in trouble, do you? Just stay with me. I want you two to tell me what you were doing in here. Were you misbehaving? Do I need to call your parents? Jessica, do I need to call your father again? No, please. I only want us to be friends. Nobody's in trouble yet. Does one of you think you can make this right? Jessica? Jessica, look at me. Will you pray with me? Will you help me make this right? Why don't you go along home, Blake? Don't go. Did I interrupt something between you two? It wasn't like that. Then what did you want? You won't say? You know, shame is a gift from God to let you know right from wrong. And what you want is very wrong. Go home and pray. Stay. I want you to stay. Blake, please. This is awkward enough. Nothing's the matter, but I need you to leave us. Don't. Don't. Everything's okay. You can leave, young man. Walk away.